Finanz Online wird laufend weiterentwickelt und verbessert. Das verdanken wir vor allem auch dem wertvollen Feedback aus dem E3 Lab und der Finanz Online Feedback Umfrage. Ein häufiger Wunsch war es, Finanz Online individueller gestalten zu können. Die neue Version von Finanz Online macht genau das möglich. Sie hat nicht nur einen neuen Look, sondern passt sich jetzt auch ganz individuell an Ihre Bedürfnisse an. Schauen wir uns das genau an. Loggen Sie sich zunächst wie gewohnt in Finanz Online ein. Dazu stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder die Anmeldung mit ID Austria oder die Anmeldung mit Benutzernamen oder die Anmeldung mit Teilnehmeridentifikation. Wenn Sie sich bisher mit der Handysignatur angemeldet haben, müssen Sie zuerst auf die ID Austria umsteigen. Alle notwendigen Informationen dazu finden Sie unter www.österreich.gv.at/ID-Austria. Am einfachsten ist die Anmeldung mit ID Austria. Klicken Sie zunächst auf Mit ID Austria anmelden. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button Anmelden mit ID Austria. Melden Sie sich jetzt bei ID Austria an, indem Sie Ihren Benutzernamen bzw. Telefonnummer und Ihr Signaturpasswort eingeben und danach auf Identifizieren klicken. Anschließend müssen Sie noch die Signatur bestätigen. Das neue Dashboard bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Informationen und Funktionen. Diese sind in sogenannte Widgets individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Hier ein Beispiel. Um das Widget Externe Verfahren und Links im oberen Bereich der Seite zu positionieren, klicken Sie mit der Maus auf das Vier-Pfeil-Symbol des Widgets und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Lassen Sie die Maustaste los, wenn das Widget an der gewünschten Stelle ist. Um das Widget Ihre letzten Steuererklärungen neu zu positionieren, wiederholen Sie den Vorgang. Sollten Sie bestimmte Widgets vorübergehend nicht benötigen, können Sie diese problemlos ausblenden. Dafür genügt ein Klick auf das Augensymbol des jeweiligen Widgets. Alle ausgeblendeten Widgets sind in der unteren Menüleiste zu finden und können mit nur einem Klick wieder eingeblendet werden. Übrigens finden Sie nun Informationen und die Links zum EAMS und zur Sozialversicherung ebenfalls in diesem Widget. Dank der Anpassungsfähigkeit des neuen Dashboards sind wir in der Lage, Ihnen in Zukunft noch mehr nützliche Funktionen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung der bestehenden Widgets, um sicherzustellen, dass wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten können. Die Menüleiste behält Ihre gewohnte Ordnung und Übersichtlichkeit bei. Außerdem können Sie jetzt zusätzlich von der intelligenten Suchfunktion profitieren. Mit der Suchleiste können Sie nach jedem beliebigen Menüpunkt in Finanz Online suchen und direkt zur entsprechenden Seite gelangen. Über den Home-Button kommen Sie jederzeit zurück auf die Startseite und das Dashboard. Haben Sie alles in Finanz Online erledigt? Dann klicken Sie auf das Logout-Symbol, um sich abzumelden. Finanz Online merkt sich die Settings und so greifen Sie beim nächsten Login wieder auf das individuelle Dashboard zu. Wenn Sie noch Fragen zu Finanz Online oder steuerrechtlichen Themen haben, steht Ihnen natürlich weiterhin jederzeit unser Chatbot Fred zur Verfügung. Fassen wir zum Abschluss die wichtigsten Änderungen des neuen Dashboards zusammen. Das Dashboard ist nun noch übersichtlicher und lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die wichtigsten Informationen und Funktionen können frei platziert werden. Neue Widget-Funktionen können schnell und einfach implementiert werden. Häufig verwendete Links wie zum EAMS und zur Sozialversicherung sind jetzt im Widget Externe Verfahren und Links zu finden. Außerdem wurde die Menüleiste aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet. Bekannte Funktionen und Menüpunkte bleiben erhalten und funktionieren wie immer. Übrigens, wenn Sie Lust haben, die Zukunft der Finanzverwaltung mitzugestalten und uns Feedback zu geben, dann besuchen Sie uns doch unter www.e3lab.at. Werden Sie noch heute Teil unserer Community und registrieren Sie sich. Wir halten Sie über Challenges und Feedbackmöglichkeiten am Laufenden.